Taffy, come. Come, Elsie, come. Alfies Barthaare werden immer relativ lang, darum rasieren wir ihm die immer ab, weil die beim Schließen der Trense sich dann manchmal in den Schnallen verhaken und ihn das dann zieht. Die Tasthaare unten am Maul schneiden wir natürlich nicht ab, sondern nur die Haare unten am Kopf. Thank you.
Moment, ja. Also ich habe erstmal schön fleißig gefühlt, weil im Winter müssen die halt immer schön viel Schritt gehen, damit die Gelenke warm werden und so, damit die dann nicht so steif sind. Ja, also ich treibe jetzt gerade an. Und es ist immer ein bisschen doof, weil Alfie geht da hinten ja nicht so gerne hin und dann glotzt er immer ein bisschen. Aber jetzt gerade war es völlig okay. Also er ist halt mit seinem Genick unten geblieben, so wie ich das halt wollte. Ja, jetzt der Galopp, da haben wir wollten wir zulegen, aufnehmen machen. Das hat ganz gut geklappt. Und jetzt gerade übe ich kurz kehrt. Ich lerne das so, dass ich sozusagen erst in eine Volte reinreite und dass ich dann das kurz kehrt mache. Und ja, also so lerne ich das jetzt gerade, dass ich das in eine Volte einleite und dann halt aus den Schenkeln und so. Und jetzt, also das klappt zwar jetzt noch nicht 100%, aber die letzten Schritte waren schon besser als sonst. Und ich finde, das klappt schon echt, echt gut für so unsere ersten Versuche. Ich meine, ich habe das schon mal gemacht, aber trotzdem ist das für uns noch eher so der Anfang vom Kurzkehrtlernen. Ja, natürlich sollte man darauf achten, dass man, wenn er etwas gut gemacht hat, dass man sofort lobt. Das ist sehr wichtig, damit die Pferde auch lernen, dass das dann gut war. Und ja, im Trab ist wieder unsere Übung, dass wir ihn oben halten, dass er von alleine sein Genick stützt und dass ich ihn nicht oben halten muss. Und das macht er in letzter Zeit richtig, richtig gut. Jetzt gerade ist mein Oberkörper ein bisschen unruhig, aber das ist alles noch okay. Und im Galopp halt das mit dem Obenhalten von Alfies Kopf, aber das wird auch immer, immer besser, also da bin ich echt zufrieden mit dem Kleinen. Jetzt gerade sind meine Hände ein bisschen unruhig, aber ja, das kann ja auch mal passieren. Da hinten hat er dann ein bisschen geglotzt, aber das ist nicht schlimm. Das ist da hinten halt dunkel und ja, ich verzeih ihm dann einfach. Ich lasse ihn einfach gucken und reite einfach darüber hinweg. Ja, jetzt im Galopp sieht das schon sehr, sehr gut aus mit dem Obenhalten. Ich meine, natürlich taucht er teilweise nochmal ab, aber ich nehme ihm das nicht böse, weil er muss es ja auch lernen. Und ja.